Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst. Geht klar. Da habt ihr sie. Viel Spaß. Hast du's? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt. Wir müssen von hier verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Nee, ich glaube, wir sollten schnell weg. Na los, hier hoch. Hier lang. Bleiben, Junge. Bleibt weg! Bleibt weg! Was ist los mit ihm? Es sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon, lass mich los! Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Oh, fuck. Unter Drogen ist immer scheiße. Gehen Sie weg! Ganz ruhig. Wow. Oh Gott. Ruhig bleiben. Nur mir nach. Nee, lassen Sie mich. Drake. Marlow wartet. Nein. Es ist gleich vorbei. Ruhig. Oh Gott. Keine Sorge. Wird eng. Nee, ich mach mir keine Sorgen. Sally? Sally ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Sally weiß es. Keine Angst. Oh Mann. Mir nach. Talbot, ich mag deine Stimme nicht. Ich geh nicht. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Ja, aber das bekommt sie nicht. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Verdammt. Bitte. Wo ist es? Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Ich weiß nicht. Gut. Verdammt, ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat.
Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Iram hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat... Hat er sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er sie vielleicht nur dazu verdammt? Ah, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind sie entbehrlich geworden. Ich folge dir, Talbot. Talbot, wir kriegen dich. Oder ich kriege dich. Aber bist du jetzt lustig geworden, Talbot, oder was? Ich krieg dich noch, Talbot. Jung Talbot. Willst du wirklich davonlaufen? Ich habe ganz andere Kerle fertig gemacht als dich. Oh, nein, nein, nein! Schurta! Wagif handak, Schurta! Wagif! Wagif, wir sind die Polizei! Lauf!
Ich krieg dich, mein Freund, ich krieg dich. Shit. Verdammt. Überraschung, Arschloch. Überraschung, du Wichser. Komm her. Mist. Ich bin immer dir hinterher, mein Freund. Oh, fuck. Ja, doch ein bisschen Schild des Guten. Oh, ich krieg dich, mein Freund. Ich krieg dich. Ich bin direkt hinter dir. Moment. Option. Die Spiel. Anzeige. Wo ist der hin? Ach, hier. Moment, ich muss wieder kurz die Anzeige nicht zurückstellen, weil ich bin einfach ein bisschen behindert. Wo ist er hin? Da ist er. Da ist er. Ich werde dann so schnell nicht los. Oh. Och man, er muss sich überall reinknallen. Oh, fuck. Du Wichser, komm her. Kennen Sie mich? Ramses. Sie sollten mir danken, mein Freund. Ah, stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein Guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde? Oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Iram, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat? Und ein Geschäftsmann!
Ein bisschen Respekt, bitte. Na gut, noch einmal. Wo ist Iram, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das zu viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt ein bisschen würzen, bisschen. Echt jetzt? Entführt. Tch! Was soll das? Wir nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Nee. Auf keinen Fall. Ich rede. Oh. Komm schon, come on. Auf. Komm schon, Freunde. Oh mein Gott. Ah, ihr seid echt Duschbags. Oh, was für Pisser seid ihr. Wow. Scheiße, wo kommst du denn her? Bam, in die Eier, komm, bam, bam, und der Todesschlag. Und bleib unten, bitte. Und Menschenschläger. Ach, jetzt mache ich hinsetzen, würde ich mal sagen. Na dann, kommen wir hier durch die Tür raus. Geht das? Wahrscheinlich nicht. Ja, ist halt Pirat, ne? Komm hier durch. Zumindest ist hier ein Schatz. Hm. Was auch immer. Jetzt weiß ich auch, wo wir hin müssen. Und weiter, komm. Wir müssen Sully retten. I mean, come on.
Perfekt. Okay, das sieht nicht gut aus. Leer. Leer, natürlich. Aber immerhin schon mal für 2 Pistolen was da. Nächstes Mal ein Schatz. Mist. Zum Teufel bin ich. Das ist eine gute Frage. Wie es hier aussieht. Mist. Hier geht gar nichts. Das ist wahr. Ja, dann speichern wir kurz mal das Spiel. Oh, 61% abgeschlossen. Und möchte mich verabschieden, recht herzlich von euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Abonniert, kommentiert, teilt das Video auf sozialen Netzwerken. Macht alles das, um mich zu unterstützen. Wenn ihr wollt, ist natürlich alles freiwillig. Könnt euch auch einfach nur das Video anschauen und das war's. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, dann like, kommentiert, abonniert, favorisiert oder auch teilt es auf sozialen Netzwerken. Jetzt wiederhole ich mich schon wieder, mache ich öfters mal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann macht das. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!